Wollt ihr wissen, was ich hier vorhabe? Dann bleibt dran. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen How-To. Was machen wir heute? Heute werden wir die Lichter wechseln, beziehungsweise das Standlicht, das ist bei mir defekt. Das blinkt ständig, aber ja, leuchten tut es nicht. Und da ich auch nichts Schlaues jetzt auf YouTube gefunden habe, dachte ich mache ein Video daraus, damit ihr sehen könnt, wie man die Lichter hier austauscht. Und dann gehen wir mal ran. Wir brauchen einen Kreuzschraubenzieher. Mit dem Kreuzschraubenzieher machen wir zuerst mal das Windschild weg. Einmal hier und einmal da. Dann sehe ich gerade, wir können mit dem Kreuzschraubenzieher gleich weitermachen. Dann gibt es hier ja, hier haben wir noch einmal Schrauben, die kommen auch weg. Nee, die müssen wir mit einer Nuss wegmachen. Dann komme ich gleich wieder. Also wir haben hier eine 10er. Eine Nuss habe ich jetzt nicht gefunden. Aber so geht's auch. Einfach einen Ringschlüssel nehmen. Und dann ist es auch okay. Dann kann man das hier runterklappen und dann habt ihr hier den Scheinwerfer und hier das Standlicht. Muss mal gucken, kann man das einfach ziehen? Wahrscheinlich nicht. Ja, genau. So, den weg. Soweit ich weiß, ist das eine W5. Ich glaube, es heißt W5. Bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Vielleicht steht es hier drauf. Nee, steht nicht drauf. Ah, eine T10. T10. Kommt der hier ran? Und probieren wir es doch gleich mal. Jawohl, und es funktioniert.
Jetzt bekomme ich gerade Besuch von meinem Schwager. Hallo? Ja, Standlicht ist futsch. Soll ich den schnell auswechseln? Ja, ich habe nirgends auf YouTube gesehen, wie man die Lampe wechseln kann. Mal, das musst du zeigen auf YouTube, wie man das macht. Sicher? Das weißt du, wie gut? Das läuft dann, weißt du, wie, hey. Ja, dann machen wir das Ganze einfach verkehrt rum, Leute. Wieder alles auf Position. Und dann die Schrauben anziehen. Einmal links. Oh. Ja. Das Missgeschick ist wieder mal dabei. So, einmal rechts. Oh, ist schon gut. Nicht so schlimm. Egal, brauchen wir nicht mehr. Willst du einen Kübel rühren? Willst du einen Kübel rühren? So, dann ziehen wir noch an. Bevor wir alles zumachen. Und es funktioniert wieder beides. Sieht man jetzt wahrscheinlich im Tageslicht nicht so gut, aber es funktioniert wirklich, Leute. Dann wieder das Windschild noch oben drauf. Einfach ein bisschen anziehen, nicht gerade dolle, damit wir die andere Seite auch noch gut positionieren können. So, hier. Drehen, 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 drehen. Und dann gucken wir mal, wie das so aussieht. Ich denke, so ist gut. So stören wir das Licht nicht. Und alles ist auf Position. So, gut angezogen. Und da hätten wir es dann auch schon. So ist es erledigt. Viel gibt es da nicht mehr zu sagen oder zu machen. Das ist es. Habt Spaß dabei. Danke fürs Zusehen. Und falls ihr Bock habt, dann guckt mal hier drüben. Da gibt es noch weitere Videos. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Güle, güle.